Was geht ab, Leute? Ich bin Alex von Monkey Punch. Kennt ihr das, wenn ihr ständig in eurem Leben Veränderungen haben wollt? Ich wollte mir meinen Afro wieder wachsen lassen. Ja, ich hatte mal einen Afro, einen richtigen Afro. Aber Leute, schließt mit etwas ab, was nicht mehr zu euch passt. Ich bin nicht mehr der Typ, der mit einem Afro rumläuft. Leute, guckt mal bitte. Ich habe Geheimratsecken wie Sau. Ich habe eine Stirn, die bis hier oben hingeht. Das macht alles keinen großen Sinn. Lasst euch da nichts einreden. Macht einfach das, wie ihr euch wohlfühlt. Ich mache mir das jetzt wieder ab. Das bin einfach ich. Und nehme euch da einfach jetzt mit. Schnipp, schnapp. Hier den Power Definer von Babyliss Pro, yeah. Aber wir machen mal 2,3. Ah, schon ein bisschen komisch, ne? Aber ich soll nichts predigen, was ich, woran ich mich selber nicht halte, ne? Okay, das sieht echt lustig aus. Das sieht echt lustig aus. Okay, jetzt sehe ich aus wie Krusty der Clown, Alter. Krusty! Ich muss ehrlich sagen, ich fange jetzt schon an, mich wohler wieder zu fühlen. Krass! Irgendwie viel wohler. Hier nehme ich natürlich einen Spiegel. Ja, das kann ich dann nicht sehen. Ich sehe wieder aus wie Alex. Krass. Wie viel Haare ausmachen, ne? Wahnsinn. Jeder sagt, Kleidung macht Leute. Man kann Haare definitiv dazu zählen. So, jetzt nochmal überall drüber gehen, das ist auch nirgendwo was zu lang ist. So, jetzt passen wir natürlich noch den Bart an, dass der natürlich so ein bisschen von der Länge her mitzieht. Jetzt kommt das Wichtigste meiner Meinung nach, wenn man sich schon so eine Frisur macht, gehören natürlich auch die Konturen dazu. So, Konturen mache ich mit meinem Rasiermesser. Ganz easy eigentlich. Einmal hier immer die Haut straff ziehen und dann einmal von unten hier so lang. Ich merke gerade, die Klinge ist ziemlich dumpf. Eigentlich sollte man es immer ein bisschen einweichen. Wie sieht es denn aus? Oh yeah, baby! Auf jeden Fall, normalerweise sollte man es immer einweichen oder eincremen oder sonst was, aber ich habe eh so unsensible Haut, da ist das so scheißegal. Oh ja, da merkt man direkt, da ist die frische Klinge am Start. Das ist verlieben die sich. Ja, könnt ihr das eigentlich schon sehen? Lang gegangen, hier oben lang gegangen. Wenn ihr mal guckt, sieht man natürlich super, klasse. Hier auf jeden Fall sieht man es. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch hinten gerade macht. Ist eigentlich recht easy. Guckt mal rein. Müsste relativ sauber aussehen. Das war's. Woo. So, jetzt wollte ich euch das nochmal im normalen Licht zeigen. Ich habe natürlich nicht ganz Glatze gemacht, sondern nur so ein bisschen. Und ich muss sagen, das bin wieder ich. Welcome back, bla bla bla. Wundert euch nicht, wo ich hingucke. Ich gucke die ganze Zeit oben auf dem Bildschirm. Weil ich es lange auch nicht mehr gesehen habe. Krass. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, bleibt wie ihr seid. Verändert euch nicht für andere Leute. Macht, was ihr für richtig haltet. Fühlt euch wohl und zwingt euch nicht zu irgendetwas, was eh nicht funktioniert. So, wie gesagt, das funktioniert. Alles andere funktioniert nicht. Peace.